Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Factory Manager Simulator. Ich habe ein paar Tage durchlaufen lassen, also wirklich durchlaufen lassen, Licht ist aus, und habe im Grunde, ihr seht ja links oben, die über 55.000 Dollar jetzt hat in meinem Täschel. Ich habe die Hallen an Zweilen ausgebaut, also wir können jetzt halt insgesamt 60 Artikel lagern. Also ich habe es im Grunde dreimal ausgebaut, habe dann immer wieder Material eben nachgekauft und oder auch wieder verkauft. Also das Plastik zum Beispiel habe ich irgendwie mal gekauft für 600 oder 50 oder so und habe es dann eben verkauft irgendwas mit 1100. Also das heißt, ich konnte hier relativ schnell das Ganze nach oben pushen und jetzt halt hier habe ich zum Beispiel einen schlechteren Preis mit 134, deswegen behalte ich die auch noch auf Lager, deswegen habe ich nämlich auch das Lager ausgebaut, aber jetzt hat hier sowas zum Beispiel Metal Sheet, ich kann das auf jeden Fall verkaufen, wenn man bedenkt, dass ich ja für das Rohmaterial gerade mal 55 gezahlt habe, also dann ist das auf jeden Fall ein ganz guter Gewinn, würde ich mal sagen, das sind über 100 Dollar pro Stück, also sind wir schon auf 58.000. Und mit den Metallplatten, auch die kann ich verkaufen. Auch das ist natürlich, wenn man sieht hier die 55 zu 187, ist das ein satter Gewinn. So, 62.000. Ich könnte jetzt natürlich das Bankdarlehen zurückzahlen mit 45.000. Allerdings läuft es ganz gut. Mit dem, dass ich ja jeden Tag diese 500 zurückzahle, ist das nicht einmal so schlimm, finde ich. Und würde sagen, wir legen uns jetzt erstmal hin. Ich bin auch gespannt, was der nächste Tag für uns bereithält, weil es ist nämlich immer beim Laden ist ein bisschen was anderes. Also wenn man jetzt hier reingeht in den neuen Tag, ich habe ja hier oben die 61.134 stehen, das heißt, da war jemand, glaube ich, manchmal habe ich dann eben die Nachricht, dass, genau, last night, mir wurden 262 Dollar gestohlen. Und ja, dann nochmal der Hinweis, dass man eben die Wachen einstellen soll, um das zu verhindern. Aber ganz ehrlich, die 262, da wenn ich drei Artikel jetzt halt verkauft habe, habe ich die 262 locker drin. Ich spare mir also den Wachdienst. Also da müsste schon mehr geklaut werden. Was man allerdings machen kann, wenn man das nicht möchte, ist ganz einfach Spieladen drücken. Weil in dem Moment kann man dann nämlich am nächsten Tag sehen, wenn ich dann da plötzlich die 61.300 und noch was habe, dann weiß ich, ah, okay, es wurde nicht eingebrochen und habe dann vielleicht sogar die Möglichkeit, einen besseren Preis oder was bei Metall zu bekommen. Also das kann man ein bisschen taxieren, wie man möchte. Jetzt halt im Moment Metall, bin ich froh, dass ich komplett noch eingekauft habe, weil jetzt halt ist er bei 906. Ich habe ihn dann für 550 gekauft. Plastik ist jetzt halt ein bisschen günstiger, aber auch da würde ich jetzt halt nichts kaufen, wenn ich es nicht brauche. Aber ich nehme mal 10, weil ich habe mir nämlich überlegt, anstatt den, den Dingsen zurückzuzahlen, kaufen wir lieber nochmal Maschinen. So, wir haben Metallplatten, können wir sogar teurer verkaufen, das ist gut. Metallsheets können wir teurer verkaufen, auch wenn es nur 5 Dollar sind. Und bei den Hölzern, Wooden Plank, die sind immer noch zu günstig, also die lasse ich einfach weiter hier stacken, dann passt es schon. So, deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal zum Bob und suchen uns mal eine von den Kunststoffmaschinen raus. Einmal Fahrt, einmal ausblenden, einmal D, einmal los. Diesmal fahre ich allerdings so rum. So. Weil ich denke mir, das ist zumindest jetzt halt noch mal interessant, dass wir vielleicht noch die ein oder andere Maschine mit dazu nehmen. Weil ich möchte jetzt im Grunde heute den letzten Part machen. Es soll ja nur mal ein gezeigt sein, ein angezockt sein. So, und zwar Holzprodukte für die Kunststoffprodukte. Für die drei Maschinen brauche ich im Grunde nur Kunststoff. Das sind Kunststoffplatten, Stangen und Folien. So. Kunststoffplattenmaschine kostet allerdings 30.000. Die Folien, nee, die Stabmaschine 31 und die Platten 31.500.
Schlauchmaschine, Wasserbehälter. Das sind dann schon wieder so Fabrikationen, die aus den Einzelteilen dann sind. Also man könnte gut Geld verdienen, indem man im Grunde nur die Rohmaterialien kauft, verkauft und die Rohmaterialien verarbeitet an diesen Hauptmaschinen. Aber das möchte ich jetzt. Also ich kaufe jetzt auf jeden Fall mal die Kunststoffplattenmaschine. Und dann überlege ich gerade noch, ob ich nicht vielleicht noch die Metallblechmaschine mir zulege. Das wäre, glaube ich, nicht einmal so verkehrt. Dann hätten wir alle drei. Warte mal, die Metallblechmaschine haben wir ja. Dann, die Metallstangenmaschine. Dann hätten wir alle drei Maschinen im Grunde mal von der Metallsparte. Ich denke, das ist nicht einmal so verkehrt. Ach komm, das machen wir jetzt einfach. Ist egal. So, 27.000, damit haben wir die zwei. Dann fahren wir natürlich auch direkt zur Fabrik, ist klar. Und hier ist auch, wie gesagt, jeden Tag anders. Also jetzt steht hier zum Beispiel ein LKW. Und hier steht auch ein LKW an dem Zebrastreifen. Die Leute stehen immer wieder anders da. Ich bin mal gespannt, ob die Stadt noch so ein kleines bisschen lebendiger wird, dass die Leute, die hier rumgondeln, ob die sich dann auch bewegen oder ob die, also weil die sind halt jetzt halt im Grunde statisch auf ihrem Platz. Vielleicht fahren dann auch Autos. Mal gucken. Mal gucken. Ist ja noch im Grunde die Alpha, also von daher sollte man noch nicht zu viel von dem Ganzen erwarten. Ich fahre auch wieder rein in die Firma. Oh, die Tür ist ein bisschen enger. So, ich drehe da hinten auch gleich wieder rum. Kennt das irgendeiner, dass ein Chef durch seine Fabrik fährt mit seinem Auto? Könnte ja sein, ne? Wenn ich so ein großes Fabrikgebäude habe, hätte die Möglichkeit, warum denn nicht, ne? So, ich würde die Maschinen dann gleich mal hier im Anschluss. Und zwar erst einmal die Metallmaschine. Die würde ich dann auch in die Ausrichtung machen. Ah, jetzt. Ich war wahrscheinlich zu nah an dem Ding dran. Bei dahinter noch. Ah, das passt schon. Komm, ist egal. So, damit haben wir alle drei Metallmaschinen. Und dann machen wir noch die Kunststoffverarbeitung. Cool. Die stelle ich jetzt mal der Länge nach daher. Ich kann mir vorstellen, dass der Arbeiter. Oh, das glitscht aber gescheit in die Wand. Dass der Arbeiter eben auf der Seite hier steht. Ah, nee, der steht auf der anderen. Ja, Sieht man halt nicht, ne? Weil der Tisch und der Stuhl, der ist ja noch nicht gezeigt. Der würde dann quasi außen stehen, hätte ich das jetzt halt weiter hinten hingemacht. So, wir produzieren hier Kunststoffplatten. Und hier haben wir die Stange, ne? Ja. Das ist natürlich interessant. Wir gehen mal rein ins Büro. So, einmal platzen. Rohes Material schaue ich gleich nochmal. Jawohl, weil wir verbrauchen jetzt natürlich wesentlich mehr Material, das ist klar, ne? Kunststoff brauchen wir jetzt natürlich auch. Ich würde aber nicht mehr kaufen als jetzt die 20, weil ich glaube, das reicht auch für den Tag. Wenn ich Glück habe, ist am nächsten Tag günstiger, wenn ich Pech habe, nicht. Aber gut, man muss auch mal schauen, wenn man die Teile verkauft, ne? So, Holz haben wir noch genug. Das habe ich, glaube ich, auch bei 600 gekauft oder so. Und Metall, ja gut, da läuft es noch. Also ich würde sagen, ich kaufe sogar noch mal einen Stack. Und dass die Produktion laufen kann. So, gehen wir noch mal hier rein. Wir gucken mal, was wir verkaufen können. So, also die hier nicht. Jetzt gucke ich mal weiter runter, weil irgendwo wird ja schon ein, genau, Plastikpanel. Okay, kann ich sogar gut verkaufen. Das ist super. Und dann können wir ja auch die Metallsheet verkaufen und die Metallstangen nicht. Leider.
Aber die Metallplatten kann ich dann später verkaufen. So, 1094. Da muss ich natürlich dann auch was verkaufen, ist ganz klar, weil sonst habe ich nämlich nicht das Geld. Wir haben jetzt halt fünf Maschinen da stehen, das heißt, es sind schon mal 250 an Kosten. Und dann haben wir ja noch die 500, die wir zurückzahlen jeden Tag von dem Credit. Und ich glaube noch irgendwas. Irgendwelche Kosten. Na, ob ich das jemals schaffe hier, ohne anzudotzen? Fahren wir kurz an die Tanke. Ich finde den Sound auch gut von dem Auto. Ich bin ja gespannt. Ich bin so gespannt, was da noch alles kommen wird. Und ich denke, für einen ersten Eindruck ist es auch für euch auf jeden Fall interessant. So. Einmal aussteigen. Dann tanken wir mal. Refill. Ich weiß halt nicht, ne? Es wird ja nicht angezeigt, wie viel man verbraucht oder ob man jetzt tanken muss oder nicht. Aber es wäre schon gut, wenn man hier noch ein paar Aufgaben hätte zusätzlich, weil ich muss sagen, jetzt im Moment ist es eben wirklich so, dass ich nur darauf gewartet habe, dass halt der Tag rumgelaufen ist. Dann habe ich noch die Sachen verkauft und habe eventuell noch Rohmaterial nachgekauft und habe aber einfach den Tag dann so verstreichen lassen. So, wir gehen noch mal an den Computer. Wir gucken gleich mal, ob wir. Nee, mache ich jetzt mal nichts. Produkte verkaufen. Und zwar hier die Metall Sheets. So, damit geht es mir auf jeden Fall schon besser, wenn ich da oben was drin habe. Und ich denke, dadurch ist der Kredit natürlich dann nicht unbedingt so schlimm. Der hilft auf jeden Fall, ich denke mal, der hilft ein bisschen, um auch schneller zu wachsen, ohne Probleme. So. Ansonsten kann ich jetzt gerade im Moment nicht wirklich was machen. Ich muss im Grunde abwarten, dass der Tag rumgeht. Ich kann noch mal hinterlaufen zum Bobby. Ich kann nichts kaufen, ich weiß. So. Und zwar wollte ich hier jetzt noch mal schauen. Jetzt haben wir ja die Kunststoffplattenproduktion. Jetzt wäre interessant, kann ich denn irgendetwas? Kunststoffplatte und Platte. Also da könnte man zum Beispiel zwei Sachen. Produktionsanforderung für Kunststofffässer, Kunststoffplatte und Kunststoffplatte. Was würde denn die Maschine kosten für die Kunststofffässer? Ah, Moment. Ich habe nämlich hier auch nochmal eine Kunststoffplattenmaschine. Ich vermute, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Vermute ich mal, dass dieses Ding und dieses Ding gebraucht werden, um das Fass dann herzustellen. Das Barrel Workbench, ne? Und da wird mit Sicherheit dann die zwei gebraucht. Also würde ich mich jetzt verleiten lassen dazu und die kaufen, weil ich mir denke, auch zweimal Kunststoffplatte ist ja schön, würde ich mir wahrscheinlich selber ein Ei legen. So, hier braucht man zum Beispiel Anfang an Herstellung Wasserbehälter. Kunststoffplatte und Metallstab. Wir stellen ja jetzt halt Metallstäbe her. Wäre jetzt zum Beispiel auch noch etwas. Herstellung von Wasserbehältern. Wasserbehälterwerkbank, die würde 20.000 kosten. Ich weiß, ich habe das Geld nicht. Aber ich wollte es einfach mal gucken, was möglich wäre. So, jetzt sehe ich natürlich leider nicht, für was ich die Wasserbehälter verkaufen könnte, ob sich das denn überhaupt dann rechnet. Das kann sich ja nur rechnen in dem Moment, wo ich das Rohmaterial billig einkaufe,
beide Rohmaterialien billig einkaufe und das Fass dann im Grunde oder diesen Wasserbehälter teurer verkaufe wie die zwei Produkte zusammen. Ne? Schauen wir doch mal, was der kosten würde. Das wäre das Barrel, Plastic Sheet, Rod, Wooden Table. Könnte ich das? Ah, das ist vielleicht schon wieder etwas, wo ich dann schon wieder brauche für irgendwas anderes. Kann das sein? Weil ich habe den Artikel nicht hier. Das Plastic Barrel habe ich hier. Wäre, denke ich mal, von den Kosten her nicht einmal so schlimm. Also nicht einmal so schlecht. Ein Plastic Barrel. Weil wenn ich jetzt Plastik zum Beispiel, naja gut, aber dann müsste ich das Plastik schon wirklich sehr günstig einkaufen, ne? Na, wobei, warum habe ich jetzt da 110? War das nicht 1000? Doch eben, ne? Plastik hier, 1067. Ach so, das ist ja dann der Stückpreis. Klar. Der Stückpreis ist 106. Also im Grunde wären dann zwei Stück, wenn ich die jetzt halt für den normalen Preis kaufe, bei 220, die zwei Teile, die ich brauche für das Fass. Und dann würde ich bei dem Fass nur einen Gewinn machen, wenn ich den, also da hätte ich jetzt $5 dann quasi Gewinn, aber hätte ich jetzt halt hier, keine Ahnung, 300 zum Beispiel, ne, hier hat man ein bisschen mehr, da hat man zum Beispiel $40 mehr. Wenn man das jetzt halt aufrechnet, dann kann man da, denke ich, auch einen zusätzlichen guten Gewinn machen, aber man darf halt nichts verkaufen, was irgendwie in dem Achtungssignal drin ist. Weil dann einfach die, ne, hier zum Beispiel auch Plastic Bench 300, 292, das ist einfach zu wenig. So, ich sollte allerdings zumindest noch einmal ein Plastik einkaufen und zumindest noch einmal ein Metall einkaufen, weil wenn der Preis dann doch hochgeht, wieder auf 1100 oder sowas, dann ist es echt blöd, ne? Holz habe ich noch genug, da würde ich jetzt halt nichts mehr kaufen. Ansonsten, wir haben 13 Uhr, dann warten wir mal ab bis um 16 Uhr, bis wir mal den Tag rum haben. Das wäre jetzt halt ganz gut, denke ich. So, damit haben wir 16 Uhr. Ich habe das jetzt einfach mal laufen lassen. Das sind ungefähr 5 Minuten. Also wir haben, glaube ich, um 14 Uhr habe ich mich da hingestellt und habe gesagt, jetzt warten wir mal bis 16 Uhr. Also es sind ungefähr 5 Minuten. So, ich habe hier, ich würde tatsächlich nochmal einen Stack kaufen. Und auch beim Plastik würde ich nochmal einen Stack kaufen, einfach um zu verhindern, dass ich vielleicht danach noch mehr zahlen muss. Ich habe nicht genug Geld. Dann verkaufe ich jetzt halt eben erst einmal meine Sachen, die ich drin habe und verkaufen kann. Plastikpanel auf jeden Fall. Ne, das sind fast 1700. Und dann haben wir Wooden Plank. Die verkaufe ich natürlich nicht. Die können am nächsten Tag, ne, das Doppelte sein. Metallsheet kann man auf jeden Fall verkaufen. Das sind 1500. Und die verkaufe ich nicht, aber die Metallplatte kann ich verkaufen. Warum ich jetzt da nur eine habe, weiß ich gar nicht. Weil ich habe doch genug Material. Warum ist die jetzt weg? Ach, weil ich die hier, okay, die verballere ich hier. Metallrod, alles klar. Das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht, ne, dass die Metallplatte ja für das Metallrohr verwendet wird. Ah, okay. Alles klar. Ja, und genau solche Sachen muss man dann eben auch denken. Okay, schauen wir mal, wie der nächste Tag startet. Sollte ich jetzt halt einen Überfaller haben, der mir hier Geld rausmopst, jetzt gehen wir erst einmal drauf. Ja. Wir haben jetzt halt noch 2281. Wir schlafen einmal. Dann muss ich jetzt halt einfach mal einen kleinen Cheat anwenden. Ne? 2281, jawohl, haben wir noch. Das ist perfekto. Schauen wir mal, kriegen wir irgendwelche Angebote?
Nö, normalerweise tauchen die dann relativ sofort auf. So, wir schauen mal, was das Rohmaterial kostet. Also wir sind überall günstiger, das ist schon mal gut, weil wir kein Geld haben, ne? So, wir gehen mal auf Produkte verkaufen. Current Price Metal Plate. Da würde ich jetzt halt, gerne die Produktion stoppen bei den Metallrohren, dass mir die Platten nicht jetzt halt hier verarbeitet werden. Das da können wir auf jeden Fall verkaufen. Und hoffentlich das Holz auch. Nein, das sind 6 Dollar. Ich meine, rein theoretisch wäre es immer noch besser als, ne, als gar nicht. Vielleicht verkaufe ich mal 20 davon. Da ist es nämlich so, dass ich da auch 650 oder was gezahlt habe. Also im Grunde die Hälfte von dem, was ich jetzt da bekomme. Ich habe 65 quasi für eins gezahlt. Von daher würde ich sagen, ich verkaufe hier tatsächlich mal 10 Stück. 10. Sell. Das ist ja auch wieder ein bisschen Kohle, ne? Und da unten habe ich das da, aber das ist okay. Alles klar. Und gehen wir mal da hoch wieder. Metallplate, die werden verarbeitet hier zu dem Metallrod. Also sollte ich mal zurück in die Firma. Halt, warte, vielleicht nochmal Material kaufen. Weil 832 ist eigentlich schon ganz okay. Das können wir auf jeden Fall aufwenden. Auch beim Holz nochmal 707. Also ihr seht, ne? Da 70 pro Stück. Dann war das immer noch in Ordnung mit den 140, die ich da verkauft habe, weil dann habe ich das Doppelte im Grunde da dran. So, Plastik habe ich auch noch, aber ich kaufe trotzdem mal hier auch noch einen Stack. Dann fahren wir mal in die Firma. So. Und heute wieder ein anderer LKW. So. Ich muss jetzt eigentlich nur erst einmal die Produktion stoppen bei der einen Maschine. Dann kann ich nämlich den Tag die Metallplatten nur fertigen. Und die anderen, die Rohre, die lasse ich natürlich dann auf Lager, ist klar. Und das wird dann, denke ich mal, schon eine Herausforderung zu sein, die Produktionen so zu koordinieren, dass man immer genug Material da hat. Also zum Beispiel von diesen Metallplatten würde sich es tatsächlich lohnen, wenn man dann, ohne anzudotzen, wenn man dann zwei Maschinen hat. So, gleich umdrehen und, ups, einmal zurückfahren. Nee, nicht parken, rückwärts. So, und einmal zack. Ah. Passt. So, und das ist diese Maschine hier. Und die stoppen wir. So. Die dürfte jetzt nichts produzieren. Ist natürlich schon interessant. Ich war mir nicht bewusst, also ich habe das zumindest nicht gesehen, dass ich für die Metallrohre nee, nicht Fabrik verwalten, Produktionsanleitung. Ja, Metallrohre. Nee, Metallstangen. Habe ich Metallstangen gekauft oder habe ich Metallrohre gekauft? Weil da bräuchte ich Metallstangen, ne? Aber bei den Metallstangen selbst habe ich ja nur das Rohmetall. Das ist komisch. Holzproduktion ist ganz normal bei Rohholz. Bei Kunststoff ist es nur der Rohkunststoff. Da könnte jetzt sein, naja gut, wir sind ja noch am Anfang, ne? Dass normalerweise die Metallstangen eben nur produziert werden durch die Metallplate. Das kann natürlich sein, ne? Weil die Metallschie, ach nee, Quatsch. Die werden ja die Metallsheet davon hergestellt, ne? Oder
Na gut, also so genau bin ich mir jetzt ja da nicht im Klaren, ist aber auch egal. Wir können die Dinger jedenfalls verkaufen, die Metallsheets, dass wir wieder ein bisschen Geld reinkriegen. Ich darf jetzt halt auch nicht wirklich was einkaufen vom Material. Wooden Plank, die kann ich wie gesagt verkaufen, weil ich ja nur 70 zahle für ein Holz. Ja, da könnte ich jetzt halt, keine Ahnung, machen wir mal noch 20. Den Rest lasse ich dann einfach laufen. Da geht es mir nur darum, dass ich da oben das Geld habe. Aber ist wirklich interessant und ich freue mich darauf, wenn das dann mal soweit ist und alles fertig ist. Yo. Teilplatten. Die lasse ich laufen. Aber ich denke, eine zweite Metallplattenmaschine wäre auch nicht verkehrt. Obwohl mich das schon wundert, weil normalerweise ich habe die Metallplatten und die Metallsheet, die waren ja die ganze Zeit in der Produktion, ne? Und haben immer aus dem Rohmetall zwei Stück rausgenommen. Und warum jetzt halt die Metallplatten plötzlich verschwinden, weiß ich leider nicht. Aber ist auch im Grunde egal. Bankdarlehen habe ich noch 44.000. Auch das sollte man normalerweise hinbekommen ohne Probleme, wenn man so einen Kredit aufnimmt, dass man das dann abzahlt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der jetzt noch fertigt oder nicht. Ne, der sitzt jetzt da. Das ist gut. Na, dann passt's. Alles klar. Ich würde auch, wie gesagt, sagen, das sollte heute der letzte Part gewesen sein. Ich bin, wie gesagt, gespannt drauf, wenn es denn losgeht mit dem Spiel. Also wenn es dann nächstes Jahr halt leider erst released wird. Vielleicht gibt es ja vorher schon eine Demo oder sowas, dass der ein oder andere sich mal die Demo holen kann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich denke, das Spiel, das macht richtig Laune, wenn man da am Produzieren ist und am Machen ist und am Rumrennen. Gefällt mir sowas. Also ich mag solche Simulationen enorm. So. Ich fahre jetzt halt nochmal zur Tankstelle. Ich kann jetzt aktuell eh wieder nichts machen in der Firma. Fahre ich jetzt halt mal zur Tankstelle, tu schnell was essen und dann werde ich wieder mein Dasein fristen vorm Bett. Und ja, ansonsten, ich würde mich auf jeden Fall freuen über ein Like. Ich würde mich auf jeden Fall freuen über Kommentare, ob ihr euch auf das Spiel schon freut oder wie auch immer. Ich würde nochmal ganz herzlichen Dank sagen an DNA, die mir das Game ja zur Verfügung gestellt haben, um es zu zeigen. Finde ich total klasse. Freue mich auch auf eine weitere Zusammenarbeit, definitiv. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.